Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren letztens hier in dieser kleinen Höhle gewesen. Wo ist er da? In Septimus Signus Außenposten. Spielergemachter Quest, die wahrscheinlich sehr spannend werden wird. Dazu müssen wir eine Zwergruine nochmal aufsuchen, die ist aber deutlich weiter weg. Wir machen natürlich aber erstmal die Sachen, die in der Nähe sind. Und was jetzt in der Nähe ist, wenn ich mir umdrehe, das Einzige, ist hinten diese... Wahrscheinlich Pillar, schätze ich mal. Wachturm wird so kaum sein. Bin mir nicht sicher. Wir gucken mal. Ziel ist ja auch, dass wir wirklich alles erkunden. Das hier soll ein wirklich kompletter Playthrough werden. Das heißt, nicht nur durch die Story, sondern ja, wenn möglich, alle Quests, zumindest so sehr sie nicht verbuggt sind oder durch Mods kompiliert. Wir schleichen mal eine Runde. Da rennt irgendwas rum. So. Ich vermute mal, dass es Säbelzahntiger schon sind. Die gegen irgendwas anderes kämpfen. Ach du Heilige, ich glaube, das ist ein Wolfsrudel. Die sehen allerdings ziemlich stark aus. Deswegen werde ich mich mal auf den Bogen beschränken. So, ein Hammer. Sehr schön. Hi. Was macht der denn? Mich verarschen tut er. Das war ein toller Treffer. Okay, war doch nicht so gefährlich wie gedacht. Kriege ich meinen Pfeil wieder? Ich sehe, dass er da steckt. Okay, ich bin jetzt nicht gierig. Ich habe auch leise Pfeile. Ich bin aber auch ein bisschen verwundert. Hier geht es ja eigentlich noch weiter. Aber müsste eigentlich schon langsam Ende der Welt sein. Lass uns mal auf die Karte gucken. Ja. Okay. Wir reizen es jetzt nicht weiter aus. Oh, Erz. Ach, da ist ein Hawker. Oder war mal einer. Na komm, mach hin. Ja, wie gesagt, die Animation, die finde ich immer ein bisschen sehr langwierig. Und hier ist wohl noch irgendwas. Ah, da links. Wieder so ein Säulending. Säbelzahntiger. Drachentyp. Ah, das war so ein Bär. Okay. Drachendinger sind gefährlich. Nein! Müsste ein bisschen höher kommen. Ach echt, bleibt der da stehen, ne? Okay, das reicht. So, haben wir den zufällig? Du hast diesen Schrei nicht komplett gelernt. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das will ich gar nicht abstreiten. Das dürfte der Wahrheit entsprechen. Ungeprüft behaupte ich das mal. Irgendwer sieht mich. Keine Ahnung, wer mich sieht. Ja, diese eisige Gegend hier. Ich meine, ganz Skyrim ist ein ziemlich kalter Ort. Ist ja nicht persönlich so meins, muss ich ehrlich sagen. Bin immer froh, wenn man aus den kalten Orten weg ist, aber
Das Spiel ist einfach zu gut, um es liegen zu lassen. Das ist ein Hocker. Huch! Ah ja. Das kommt ab und an mal vor. Er hat auch so seinen Matrix-Skills geübt. Passiv hat sich Shine Hopper getroffen. Okay, der verzieht sich aber. Nebenbei, die Hokers sind toll, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr mal trainieren wollt. Heilungszauber plus Rüstung und Schild. Und immer wieder heilen, wenn man Schaden kriegt, das habe ich bei den Hokers damals gemacht. Wenn man die noch unbedingt hochkriegen will, macht das echt Laune. Dauert eine Weile, aber geht gut. So, jetzt muss ich mir noch kurz orientieren, wo wir überhaupt sind. Im Niemandsland. Was ist das? Okay, wir laufen jetzt mal nach Südosten Richtung den Questmarker. Den ich hier nicht sehe. Wo sehe ich den nicht? Wahrscheinlich zu viele. Gucken, ob wir auf dem Weg dahin noch irgendwas finden. Ich glaube, ich laufe allerdings da über die Sachen lang. Brauchen wir schleichen. Da hinten ist auch wieder so ein Wächtervieh. Den hole ich lieber mit dem Bogen. Die können nämlich sehr gefährlich werden. Die haben Schreie drauf. Manchmal ist halt einer der Schreie. Ich glaube, die werden zufällig ausgewählt. Mit dem Schrei, der macht sofort tot. Und naja. Ist natürlich eher ungünstig. So, wo bist du? Da. Drachenknochenbogen. Wir haben schon gesehen, okay. What? Hau ab, ich mag dich nicht. Gut, das hält nicht aus. Und tschüss. Cooler Tod. Okay. Hier haben wir ein bisschen Erz. Oh, Silber. Cool. Also, wenn ihr mal Erze sucht, ihr könnt auch in den hohen Norden gehen. Hier gibt es irgendwie ganz schön viele. Oder ich habe sie in den normalen Landschaften permanent übersehen. Kommen wir natürlich ein Elementar. Das möchte uns nur die Gelegenheit geben, ein bisschen unsere Zauber zu üben. Und gibt uns noch mal mehr Silber. Oh, wo bist du da? Okay, nicht so viel wie ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin, aber egal. So, der hat die ganzen Hocker abgeschlachtet hier. Da oben ist die Goblin-Horde. Dann werden wir mal gleich mit Bolit versuchen zu treffen. Ist zwar weit weg, aber Bolit kriegt ja einen Bonus auf hohe Entfernung. Seht ihr, wie stark der ist, ey? Der hat einfach alles niedergemäht. Da ist das Mana alle. Kluck. Ja gut, den Rest können wir auch Nahkampf machen. Das sollte kein Problem sein. So. Holen wir noch den Kollegen, bevor er ganz wegschwimmt hier. Brauche ich nicht. Na, geht.
das Winterfeste? Moment, mal kurz gucken. Ja, das muss Winterfeste sein. Was haben wir hier? Was sind das? Muscheln, eine Ziege. Ich sag, ich muss sie gar nicht töten. Darum ist nichts. Ich lasse sie in Frieden. Ja, nochmal Erz, Quecksel, würde ich sagen. Oh, Orikal kommt sogar. Dumm, 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 dumm. Ich glaube, die Karte ist einfach überfordert und kann deswegen nicht den richtigen Weg anzeigen. So, wir gucken nochmal. Wir müssen fast nach Süden. Nach Süd, Südost. Das ist eigentlich da lang. Tja, also stellen wir uns gleich mal die Frage, kann uns was im Wasser großartig passieren? Klar, wenn wir permanent tauchen würden, würde was passieren, wir würden ersticken. Mal gucken, wo wir rauskommen. Wasser ist immer so mein Gefühl, so Angst, kommt von unten irgendwas, frisst es mich weg. Der Leviathan aus der Tiefe oder so, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es das bei Skyrim gibt. Ich hoffe es jetzt einfach. Drüben ist ein kleiner Troll. Auf der kleinen Insel gucken wir jetzt mal gleich, wo wir sind. Ich will im Wasser nur umgehen gucken. Langer Weg. Ah! Da ist ein Glaubensstein oder so. So. Passt ja fast schon. Dann muss das sehr wahrscheinlich sogar sein. Ich glaube mal am besten nach links, da kommen wir jetzt noch hoch. Eisgeist töten, sollte nicht so das Problem sein. Ja, die Wasserwelt ist halt wenig spektakulär. So. Da oben müssen wir bestimmt hin. Da läuft ein Hase. Das sollen sie jetzt aber nicht kümmern. So, wahrscheinlich soll hier der Eisgeist sein. Da, da ist er auch schon. Er hat uns direkt gesehen. Erledigt. So, den haben wir auch gelernt. Schreiende Schlange. Ich will eigentlich nicht aktivieren, ich würde nur gerne wissen, was vorher passiert, egal. Ich bin mit meinen eigentlich zufrieden. So. Jetzt gucken wir doch mal. Kann man von hier irgendwas Spannendes sehen? Nee, ne? Wartet. Nee, in der Richtung ist das ein Boot. Kennen wir das Boot schon? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ist die Frage, krieg ich von dem Wasserschaden wahrscheinlich nicht. Versuch mal klug. Ach cool, hat geklappt. Ah, das ist das Schiff, Boot, wie auch immer. Das ist zwar nicht direkt eine Quest, aber der nächste Punkt, den man auf der Karte sinnvoll erreichen kann. Ja, hier unten sind ganz schön viele Boote gestrandet. Gefahren sehe ich jetzt auf den ersten Blick keine. Oh,
Okay, das ist nur animationsmäßig Streifholz. Notrank am Schiff, okay. Stolz von Taylors. Das sind noch Vögel. Mülle und Schleichmodus, wer weiß, wer hier rumgeistert. So. Normalerweise wird der Feuer heißen, dass noch Leute in der Nähe sind, aber das muss es bei Skyrim nicht zwingend. Ich sehe auch erstmal bei dem Lagerfeuer nichts Besonderes. Gucken wir mal. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ja, wow. Das. Finden die den Weg nicht? Ach so. So, aber irgendwas sieht mich angeblich noch. So, was hat er denn? Nein, ja. Ja? Nein? Nein? Ja. Ach, die war leer. Okay. Ui, Bernstein. Nee. Ja. Was sieht mich hier aber noch? Irgendwas. Niemand weiß es. Das wird aber kaum was Spannendes hier sein, oder? Nee. Irgendwer flüstert noch mit mir. Oh, hier ist auch noch eine Höhle in der Nähe. Irgendwer. Ich sehe niemand da. Okay, wir gucken gleich mal. Da läuft der Kollege lang. Den von hinten kriegen? Schauen, mal schauen, mal schauen. Dreht sich gleich um. Das ist eine Überraschung. Ja! Geistes Gnade! Ja, wenn ich hier Gnade walten lassen könnte. Ich ergebe mich und hol das Schwert raus. Du hast es verdient, an meiner Verzauberung zu sterben. Das ist ja eine geile Eigenschaft, wenn man wirklich Leute verschonen könnte, dass es irgendwas bringt. Und dass nicht jeder einrücken fällt, aber bei Skyrim. Aber wir sind voll. Ernsthaft, in dem bisschen leere Weinflasche wegschmeißen. Leere Weinflasche fängt bestimmt mit L an wie leer. Okay, also hier ist noch ein Dings in der Nähe und eine Höhle. Wir haben das ganze Schiff noch nicht erkundet. Okay. Was ist das? Angelkarte. Kann man verkaufen. Wiegt nichts, alles gut. Okay. Passt auf, wir machen das so wie immer. Ich gehe eine Runde verkaufen und da machen wir hier gleich weiter und peilen danach die Höhle an. So, da sind wir wieder bei unserem Wrack. So, jetzt schauen wir gleich mal. Kerzenschein wäre ganz nett. Okay, man kommt auf der Seite raus. Hep. Nee, hep. Ja, auch nichts Besonderes mehr. So, hier hinten war noch irgendwo Salz drin. Das wollte ich mir noch schnappen. Lachs ist nichts zum Zaubern. So, wir hatten gesagt,
Wir wollen die Höhle machen, die irgendwo genau in der Richtung ist. Mal schauen, was da gibt. Das sieht aus wie ein großes Skelett. Sieht erstmal alles ganz friedlich aus. Okay, man hört die Wölfe ziemlich gut sogar. Der Tracker verrät uns, dass wir eigentlich ziemlich nah sind. Nordlicht sieht auch toll aus. Okay, anscheinend da unten. Düsterküstenhöhle. Da ist noch ein Nirnwurz, den schnappen wir uns direkt mal. Okay. Den sollten wir ja wohl schaffen, oder? Oh, die fliegen wirklich langsam. Okay, hat gereicht. Aber da... Oh, so ein Korallenwesen. Das hatte ich jetzt einmal schon gesehen. Die sind ziemlich cool. Halten auch ein bisschen was aus. Hi. So. Was der Magier nicht kann, das kann der Kämpfer. Und irgendwer ist noch hier. Sehen toll aus, oder? Also, das ist zwar Fanmod gemacht, aber es geht bunt. Das sieht echt toll aus, also. Ich hoffe, wenn irgendwann mal der nächste Teil rauskommt, dass es ein bisschen farbenfroh wird. Ich bin kein Fan von so dunklen Sachen. Ich suche den Gegner jetzt nicht. Entweder kommt er oder er kommt nicht. Wir wollen ja in die Höhle. Am besten wieder direkt Kerzenschein. Wo es kann sein, dass es eine Eishöhle ist, dann blendet uns das wahrscheinlich mehr. Ja. Wir gehen in Schleichmodus. Denn wir wissen nicht, was uns erwartet. Alles klar. Gut, der Yeti hat gewonnen. Ich meine mich sagen, dass die ziemlich stark waren. Ein Wampa. Haben wir jetzt noch irgendwo was? Du bleibst liegen. Gut. Eigentlich gehe ich nach Höhle immer erst rechts, aber das hatte ich gerade angerufen, wir gehen jetzt halt erstmal alles links. Klar ist nur eine Richtung, das ist egal. Bringt alles schön Geld. Interessant. Bisschen hässlich, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll. Okay. Die sind anscheinend als Opfer gebracht worden.
Gut, okay, hier ist safe. Gucken wir an die nächste Abzweigung. Wieder ein Bumper. Wie gesagt, mit denen ist ein Stück Kirschen essen. Die halten vielleicht nicht viel aus, aber die teilen gut aus. So, Gewicht 17, Wert viel höher, nehmen wir. Novizenrobe auch sehr gern. Buch. Korallatronage beschwören, okay. Wie geil ist der denn dahingeschieden? Das sieht cool aus. Ah, ich glaube, da sind wir einmal durch. Es dürfte hier ein Kreis sein. Genau, das ist das, wo wir rein sind. Sind wir wirklich schon durch? Ja, fix. So, ich bin aus der Höhle raus. Keine Karte gefunden, noch ein bisschen Geld, aber das war nicht wertvoll. So, und da ist dann der nächste Tempel. Den peilen wir mal direkt an, das schaffen wir auf jeden Fall. Also nur gucken, wie wir am cleversten hinkommen. Da links ist auch noch was. Okay. Gehen wir jetzt erst zum Tempel, eins nach anderen. Hi, erwartet schon jemand auf uns. Ja, war doch gut. Das hast du mal gut gemacht. Stolz. Da läuft auch noch was rum. Ich erkenn's nicht. Hat schon anscheinend auch verzogen. Ich sehe es überhaupt nicht mehr. Okay. Okay, dann bauen wir das erst erstmal ab. So, und das. Stopp. So. Weiß nicht, ob uns das dahin führt. Sieht auf jeden Fall nach einer Treppe aus. Holla. Ganz ehrlich, Leute, ich fühle mich hier nicht besonders wohl. So, direkt daneben die nächste. Na komm, das dauert immer ewig. So, da rechts oben irgendwo, aber eigentlich sieht das schon wieder Eingang aus. Das ist oben ein Fels und hier. Felsen hier. Okay, das ist aber noch nicht, würde ich sagen. Gut. Ich denke, das ist ein perfekter Moment, um Pause zu machen. Perfekter Cliffhanger. Wir machen hier natürlich das nächste Mal weiter. Hoffe, dass wir die drei Sachen, die wir so auf der Karte oben sehen, dann nächstes Mal abgehen können.
Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es war wieder mal interessant und würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein.